Hallo, Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Wassermann. Wow. Drei wichtigen großen Arkanen auf dem Tisch. Vier. Die Karte hinter dem Deck, die Karte der Wagen. Die Karte der Wagen, du siehst ja, deutet auf eine, ist einen wichtigen großen Arkanen, ja, Wassermann. Das ist Sternzeichen Krebs. Und das spricht ja über eine Reise, eine Handlung. Ich meine jetzt, das ist eine wichtige, einen wichtigen Arkana, Nummer 7. Nummer 7 ist eine spirituelle Nummer. Also, Wassermann, das ist jetzt die Karte der Wagen, eine Karte, die für Erfolg da auch steht. Und natürlich, wie gesagt, vielleicht hast du mit Sternzeichen Krebs auch zu tun. Oder wir reden hier, wie gesagt, auch über eine Entscheidung, die man trifft, eine Reise, die man machen möchte, oder so eine Situation ist hier. Ich spüre eine Schnelligkeit bei dir. Die Energie zeigt sich sehr schnell. Das ist eine schnelle Situation. Sternzeichen Fische und Krebs, Skorpion. Wasserelement ist bei dir. Auf den Würfeln kam Sternzeichen Wassermann, wie du. Es gibt hier eine interessante Situation. Schau bitte jetzt, Wassermann, die Karten, die für dich gekommen sind. Und nochmals, das ist eine wichtige Legung hier. Wir reden nicht unbedingt über eine Routine. Wir reden schon über eine wichtige Energie, weil wir haben nur großen Arkanen bis jetzt. Ja? Hier ist die Gerechtigkeit, die Mäßigkeit und die Karte, die Kraft. Sternzeichen Waage, Schütze, Löwe. Wir sehen bei dir hier, Wassermann, eine karmische Situation. Aber das ist ziemlich deutlich gerade. Eine karmische Situation. Also, ich kann hier, natürlich sehe ich hier Kommunikation, also die Gerechtigkeit und die Mäßigkeit. Wir reden hier schon über Kommunikation. Auch irgendeine schnelle Handlung sieht man hier. Was für dich auch eine Reise natürlich sein kann, natürlich, ja. Aber Wassermann, ich spüre hier ein Geheimnis. Denn die Karte der Mond ist auch da. Ein Geheimnis und ja, ein Geheimnis, ja. Die Mäßigkeit, also die Karte, die Gerechtigkeit sagt uns, dass du durch eine komplizierte Zeit kommst. Ja? Wir reden über eine komplizierte Zeit, eine karmische Situation, die du hinter dir hast, eigentlich eine Lektion, die du schon gelernt hast. Das sagt mir die Gerechtigkeit. Die Mäßigkeit sagt mir, dass wir hier auch mit einer Heilung zu tun haben. Wir heilen eine Vergangenheit. Man ist hier am Heilen. Ja? Es ist eine Heilung hier. Ich spüre hier eine. Ich könnte hier sogar das Gefühl haben, eine Person, die du kennst, natürlich.
eine Person, mit der du diese karmische Situation hinter dir hast, eine Person, die nochmals kommende Woche Kontakt mit dir aufnimmt. Ich spüre hier eine Person, die sich unter Kontrolle hält. Also ich halte mich unter Kontrolle tatsächlich. Aber ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt hier eine Handlung machen, denn ich kann, wie gesagt, nicht mehr. Und ich spüre hier eine ziemlich leidenschaftliche Energie. Aber ich würde hier schon über fast eine Co-Abhängigkeit reden, ne? Eine Co-Abhängigkeit, eine Abhängigkeit. Klar, wir reden ja hier über, ich könnte hier über eine toxische karmische Situation reden. Weil das Gefühl wäre hier, ich kann ohne dich nicht. Ich kann nicht ohne dich. Ich kann nicht. Einfach nicht. Ja. Aber man kann schon. Ne? Also diesen Satz von wegen, ich kann ohne dich nicht, existiert nicht. Weil man kann schon. Ja. Ich kann ohne dich schon. Und wenn ich sagen kann, dass ich ohne dich nicht kann, dann muss ich mir dann natürlich das anschauen lassen. Ja? Weil wenn wir über Co-Abhängigkeiten reden, reden wir über Krankheiten, über toxische Verhalten, toxische Verhaltensmuster, die jeder für sich mit sich selbst arbeiten muss. Also jeder von uns befindet sich in einem spirituellen Weg. Ja? Jeder von uns befindet sich in einem spirituellen Weg. Es ist ja klar, dass wir nicht alle gleichzeitig wach sind und uns in der gleichen Zeit befinden. Das verstehe ich auf jeden Fall. Dass bei manchen etwas länger dauert, aber das ist normal, weil nochmals, wir befinden uns nicht alle in der gleichen Zeit. Nicht in der gleichen Dimension und in manchen Fällen haben manche schon mehrere Leben hinter sich als anderen. Von da aus, das alles kann man ja verstehen. Und niemand ist besser als anderen. Also wir sind jeder von uns in eine, jeder für sich individuell in einem spirituellen Weg. Ja. Das heißt, ich muss mit mir selbst arbeiten. Alles, was ich brauche, habe ich bereits in mir. Alles, was ich brauche, alles, was ich wissen möchte, ist alles bereits in mir. Ich brauche draußen nichts zu suchen, denn draußen gibt es keine Antwort auf meine Fragen. Ja? In dem Moment, wo ich sagen kann, ich brauche dich, ohne dich geht es nicht und so weiter und so fort, das muss sich jeder für sich schauen lassen. Also das spricht für eine klare toxische Co-Abhängigkeit. Das ist nicht gesund und das ist natürlich toxisch. Denn ich möchte dich gerne in meinem Leben haben, um mit dir zu teilen. Aber nicht, weil ich dich brauche, weil ich brauche dich ja nicht. Es ist nur, dass ich gerne, wenn du das auch möchtest. Und wenn zwei Menschen in einen Kompromiss, ja, eingehen können, weil beide Menschen das wollen, dann ergibt sich natürlich sowas. Weil ich brauche dich nicht zu zwingen. Du brauchst ich brauche dich nicht zu zwingen. Ja. Du musst bei mir ja nicht bleiben. Also Wassermann, das ist die Energie, die ich gerade hier fühle. Und ja, wir reden hier natürlich über eine klare toxische, karmische Situation, die du mit einer bestimmten Person hast. Ich könnte hier sogar das Gefühl haben, eine Person ist hier in einer Beziehung oder in einer Beziehung gewesen. Das kann für dich reden, Wassermann, oder für die andere Person oder sogar für beide Menschen, dass man jeder in einer Beziehung war. Augenblick bitte. Das Gefühl hier wäre auch, es gibt große Unterschiede zwischen zwei Personen.
aber sehr viele Unterschiede. Also ich könnte nicht nur das Aussehen, sondern auch Aussehen, aber auch die Religion sogar. Also es gibt hier große Unterschiede, sehr wahrscheinlich. Qué fuerte. Die Karte der Mond nochmals in der Mitte. Es ist ja nicht normal, oder? Die Karte der Mond zeigt sich bei dir oft das. Ja? Ist eine komplizierte Energie, die Karte der Mond, diesen wichtigen großen Arkana. Weil man könnte hier über viele Sachen reden. Aber wie gesagt, auch über Lügen. Lügen oder Sachen, die man nicht. Ja, Geheimnisse. Eine starke emotionelle Energie. Wir reden natürlich auch über vergangenen Leben. Klar, deswegen zeigt sich diese Energie so toxisch irgendwie. Drei der Schwerter. Also ich irre mich kein bisschen hier. Ich irre mich kein bisschen. Das ist hier ein Treubruch. Sternzeichen Skorpion zeigt sich hier auch. Also wir reden hier über einen Treubruch. Ja, Sternzeichen Löwe, sehr stark bei dir sogar, Wassermann. Also Sternzeichen Löwe ist tatsächlich hier sehr stark. Löwe, aber nochmals, Skorpion auch. Und ich spüre hier diese Situation. Schaue bitte in der Mitte bei dir, Wassermann, die Karte der Mond. Sternzeichen Fische, Sternzeichen Krebs. Und du siehst, welche Sternzeichen ich auf dem Tisch habe. Ich habe viele große Arkanen. Ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 große Arkanen hier. Das ist eine wichtige Legung für dich. Sternzeichen Jungfrau, wieder. Fische sehr stark, Wassermann. Aber wie gesagt, Löwe, Schütze, Waage. Die sind die Sternzeichen, die ich hier sehr stark auch habe. Skorpion nämlich auch. Diese Karte spricht über Zweifel. Schaue dir die Illustration an. Diese Person hat keine Klarheit. Eine Person hier hat keine Klarheit. Das Gute dabei ist, mit der Karte der Mond, das Gute ist, dass der Mond bleibt ja nicht immer gleich. Der Mond ändert sich ja. Das heißt, diesen Zustand hier bleibt ja nicht die ganze Zeit. Man wird hier schon Klarheit bekommen. Das auf jeden Fall. Aber ja, ich spüre hier ein Gefühl von Zweifeln, natürlich. Zweifeln. Die Karte der Mond spricht über eine sehr, wie sage ich, zum Beispiel nochmals, was ich vorher gesagt habe, ich bin in einer Dreierbeziehung. Eine Person ist verheiratet und ich treffe mich heimlich mit mit dieser Person, heimlich, um irgendwie einfach nur eine sexuelle Sex zu haben. Tatsächlich. Und das ist hier. Das ist hier. Wassermann, interessant ist, ich habe hier 8 Stäbe, 8 Stäbe. Die Energie zeigt sich hier bei dir sehr schnell. Interessant finde ich auch die Karte der Wagen, die Karte der Mond. Also Wasserelement ist bei dir sehr stark. Überhaupt, Sternzeichen Krebs, Sternzeichen Fische. Es gibt hier eine Leidenschaft. Also das muss ich schon dazu sagen. Ich würde hier über eine Leidenschaft reden. Ja. Die auch etwas geheimnisvoll ist. Die Zweifel sind aber hier. Kann man gar nicht vermeiden. Also die Zweifel sind ja da. Ja.
Das Gefühl die ganze Zeit hier, dass eine Person eine Reise machen möchte, ist deutlich. Schaue hier. Die Karte der acht Stäbe und die Karte der Narr. Hier siehst du einen Koffer, ein Flugzeug. Hier ist eine Person an der Bushaltestelle. Also alles hier, aber wirklich alles, spricht über eine Reise. Alles spricht hier über eine Reise. Ja, eine Reise, aber mit dieser Karte der Mond in der Mitte, ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Denn irgendwie, tatsächlich, Wassermann, man muss irgendwie schon von dem, was man schon erlebt hat, ja, die Erfahrungen, die ich schon hinter mir habe, da musste man schon was gelernt haben. Also zum Beispiel, dass man nicht gleiche Verhaltensmuster wie in der Vergangenheit wiederholt. Und nein, es muss nicht mal mit der gleichen Person sein. Zum Beispiel, ich lerne eine neue Person kennen, ja, und ich spüre, es fängt wieder alles so wie damals an. Aber die Person ist neu, aber die Emotionen sind gleich wie damals. Also ich kann das gar nicht kontrollieren. Ich zeige eine starke Leidenschaft, Anziehung für diese Person und ich kann das nicht mal unter Kontrolle halten. Was man nicht machen darf, ist die gleichen schlechte Verhaltensmuster der Vergangenheit wiederholen. Wenn man einen anderen Ergebnis bekommen möchte, muss man auch alles anders machen. Ja, wenn ich einen anderen Ergebnis möchte, ja, wenn ich nicht immer wieder die gleichen Ergebnisse bekommen will wie in der Vergangenheit, muss ich natürlich anders handeln. Und sehr wahrscheinlich ist das, was ich hier spüre. Eine Person, die am Heilen ist, eine Person ist hier am Heilen, eine komplizierte Situation der Vergangenheit am Heilen. Und jetzt, man lernt eine neue Person kennen, zum Beispiel, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das der Fall hier ist, ob wir über die gleiche Person der Vergangenheit reden oder über eine neue Person, aber das Gefühl wäre hier. Irgendwie möchte ich mich unter Kontrolle halten. Ich möchte Geduld haben. Ja, am liebsten würde ich natürlich rennen, zu dieser Person rennen, am liebsten, ja. Durch meine Leidenschaft, weil ich sehr leidenschaftlich bin. Am liebsten würde ich gleich rennen, aber die Sache ist das, was ich auch möchte? Oder soll ich in dieser Situation schon da Geduld haben? Schaue bitte, Wassermann, was ich hier habe, damit du verstehst auch, was ich meine. Also ich habe hier diese Häuser hier. Das könnte über Urlaub reden, das könnte hier. Die sind schön, ne? Also die sind wirklich, es ist ein schöner Ort. Ich glaube, das ist Schottland. Ja, sind schöne Länder da oben. Ne? Also ich finde die extrem schöne Länder. Ich glaube, das ist Schottland oder da in der Gegend. Also vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, was das jetzt so genau heißt. Aber schau mal, hier sind ja drei Häuser. Ne? Also wir reden schon. Dann kam eine Katze und die Katze, hinter dieser Katze steht eine neue Liebe. Neue Liebe. Also in manchen Fällen ist eine neue Person bei dir jetzt gekommen, genau da, wo du am Heilen bist. Also so ungefähr, du bist nicht unbedingt in der richtigen Zeit jetzt bei mir angekommen. Ne? Also schön, dass du da bist. Ja, sehr schön, dass du da bist, aber du bist nicht unbedingt in meine beste Zeit jetzt gekommen. Also ich bin gerade noch am Verdauen, ja, das, was mit mir geschehen ist. Ich bin noch wirklich am Heilen, die Situation heilen, ja. Aber die neue Liebe zeigt sich. Und dann Fragezeichen. Fragezeichen, warum Fragezeichen? Ja, weil es Konditionierungen gibt. Ja, es gibt hier Konditionierungen. Welche Konditionierungen? Ja, große Unterschiede.
zwischen zwei Personen. Nochmals, das Aussehen. Es kann sein, dass eigentlich die Person, so wie die Person aussieht, nicht meinem Geschmack entspricht, ja? Ich meine, das kann schon passieren, ja? Man lernt eine neue Person kennen, also es passt irgendwie doch alles, wie man sich unterhält und so, aber man ist ja anders gewöhnt. Also vom Aussehen her, ich bin ja anders gewöhnt. Und jetzt kommt diese Person, wo mir eigentlich so vom Außen äußerlich vielleicht nicht gefällt, aber irgendetwas gibt es an dieser Person, die mir doch gefällt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, Wassermann. Könnte ein Beispiel jetzt sein. Aber es gibt doch hier Konditionierungen, sogar was mit der Religion zu tun hat. Oder nochmals, eine Person zu groß, die andere zu klein, eine zu schmal und die andere Person zu dick. Oder irgendwie die eine zu jung und die andere älterer. Es gibt hier ein Fragezeichen und das hat mit der Konditionierung zu tun. Nochmals, was werden die anderen sagen? Was wird meine Familie sagen? Die Konditionierung ist ja da. Dann kam natürlich diese Karte auch. Also du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Klar, logisch. Deswegen bist du noch am Heilen, weil du eine bestimmte Situation noch verdauen musst, also noch am Heilen musst. Und jetzt bist du hier mit einer neuen Person. Eine neue Person ist in deinem Leben jetzt und du bist zwischen zwei Situationen. Die Vergangenheit und eine neue Person. Die andere Karte, die gekommen ist, ist diese hier. Und hier steht, Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. Mit dem Rauchen aufhören. Schau mal, Wassermann, von Osho Zen kam für dich die Karte. Diese Karte, die über Schuldgefühle spricht, Schuldgefühle, ist die achte Schwerter. Schuldgefühle. Schuldgefühle. Warum Schuldgefühle? Muss man hier was sagen? Hat man hier irgendeine Information nicht gesagt? Und die Karte Ganzheit spricht für Ass der Münzen. Ass der Münzen. Also Ass der Münzen spricht schon für viel Stabilität, für neue, ernste Kompromisse, aber man hat hier Schuldgefühle. Nein, so braucht man nichts anzufangen. Tatsächlich nichts. Augenblick bitte. Hinter dem Deck hier steht die Karte Transformation. Transformation ist auch die Karte der Tod. Ja? Also ja, wir reden natürlich über eine Transformation hier. Eine Heilung irgendwie. Ja. Denn schaue bitte, Wassermann, diese Karte hier hat auch mit Konditionierungen zu tun. Ja, Limitationen, Konditionierung, Ängste, das spricht hier über Angst. Und die Karte der Mond spricht auch über Angst, ja? Ängste, die man hat. Eine Situation, die man verändern muss hier. Denn schaue, mit der Karte die Kraft, also Wassermann, die Karte die Kraft sagt uns auch, dass man wirklich eine ziemlich komplizierte Zeit hinter sich hat.
Das ist die Karte der Kraft, das ist die Karte der Gerechtigkeit. Und wir reden über komplizierte Vergangenheiten. Ja, Vergangenheit. Die Karte der Mitgefühl ist gekommen. Die Karte Mitgefühl spricht ja auch über Liebe. Ja. Also, dass man irgendwie in diese Selbstliebe auch kommen kann, dann, dass man diesen Selbstkontroll loslassen kann. Also, man sollte hier in eine Selbstliebe kommen, in diese Mitgefühl kommen. Sogar man soll liebevoll zu sich selbst auch sein. Ich muss mit mir liebevoll sein. Ja, damit ich die Liebe spüren kann. Ja, ich möchte die Liebe spüren. Die wahre Liebe eigentlich. Ja, und keine toxischen Situationen. Ich muss ja die wahre Liebe spüren. Und dafür muss ich erstmal diesen Kontroll loslassen. Den Kontroll hier loslassen. Und nicht immer das Gleiche wie allen machen, also, sondern, ja, weil schaue bitte, Wassermann, in der Mitte, die Karte der Mond ist begleitet mit diese Wünsche, die in Erfüllung kommen. Das ist diese Lampe von Aladdin, ja, Aladdins Lampe. Wünsche, die in Erfüllung kommen. Also irgendwie das Gefühl wäre hier, du bist ja in dem, in diesem, also du bist richtig, also es ist schon alles in Ordnung, ist alles okay. Das ist genau das, was du dir erwünscht hast. Das ist ein Wunsch für dich. Vertraue, du brauchst hier gar keine Angst zu haben. Das ist, was die Energie sagt. Habe keine Angst, ja, habe jetzt keine Angst. Ja, vertraue und lasse den Kontroll los. Man weiß, dass du durch eine komplizierte Zeit kommst, aber das, was du jetzt hier bekommst, ist ein Geschenk vom Universum. Du bekommst hier ein Geschenk vom Universum, Wassermann. Einen Engel, und das kann natürlich auch ein Mann sein, das kann ein Mann sein, einen Mann, einen Engel, eine Energie, die nicht mehr in diesem Leben ist. Es kann ein Vater, Großvater sein oder ein Ex sein. Diese Person beschützt dich und es gibt hier eine göttliche Führung. Wir reden bei dir über eine göttliche Führung. Du bekommst einen Dharma, ein Geschenk vom Universum. Ja, du bekommst ein Geschenk vom Universum. Und deswegen, die Energie sagt dir, du brauchst gar keine Angst zu haben, ja? Lasse den Kontroll los und gebe dich zu dieser neuen Situation hin. Also, ja, diese Hingabe ist hier wichtig. Es gibt eine starke Anziehung hier zu einer Person. Aber jemand hält sich zurück irgendwie, ja? Schau bitte, Wassermann. Also hier habe ich 9 Kelchen mit dieser Karte. Diese Karte spricht auch über die Veränderungen. Und du siehst, diese Person hier zeigt einen Schmetterling. Hier sieht man einen Schmetterling, die auch über eine Transformation spricht. Also mehrere Karten bei dir haben mit einer Transformation zu tun. Ich denke, wir reden über Veränderungen bei dir. Hier sehe ich, wir reden über Zyklus, einen Zyklus in deinem Leben. Das ist 9. Kelchen, das ist die Karte der Zyklus. Also ich spüre hier klare Veränderungen für dich. Ja. Diese Person, du siehst das Gesicht, diese Person hat es nicht leicht gehabt. Es war nicht einfach, es war nicht leicht. Aber es ist ein Zyklus für dich. Das alles war eine Lektion für uns. Ja.
Das war eine Lektion für uns. Wie wollen wir lernen, wenn wir das hier nicht erfahren? Ja? Wenn ich das nicht erfahre, kenne ich das auch nicht. Also von da aus. Deswegen sind Lektionen, die man lernt. Ja? Eine Person eigentlich ist jetzt frei, fühlt sich frei, aber trotzdem bleibt zurückhaltend. Also so ungefähr, ich fühle mich jetzt erst jetzt frei. Ich genieße meine Freiheit. Ich fühle mich wohl, so wie es momentan ist. Und jetzt was Neues für mich anzufangen, ist natürlich, ich gehe da vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ja, denn natürlich gibt es hier eine starke Anziehung für eine neue Person. Aber wir sind alle hier am Heilen. Wassermann, die Energie ist natürlich interessant für dich. Ich würde sagen, du bekommst hier einen Dharma. Ich rede für dich über einen Dharma. Dharma ist, sprichst du über einen positiven Karma. Ja, man hat jetzt einen Karma ausgeglichen. Einen Karma ist jetzt bezahlt, ausgeglichen oder wie auch immer. Und jetzt kommt auf dich einen Dharma zu. Das ist ein Geschenk vom Universum. Wir reden über eine göttliche Führung. Hier habe ich Erzengel Michael, Erzengel Raphael. Du hast viele Engel rund dir, also du hast mehrere Engel bei dir. Du bist beschützt, du bist gesegnet. Wassermann, du bist gesegnet. Die Energie sagt dir tatsächlich, du brauchst gar keine Angst zu haben. Du brauchst jetzt keine Angst zu haben. Du kannst den Kontroll loslassen und liebevoll zu dir selbst sein und alle und auch diese neue Situation genießen. Du kannst das machen, ja. Ich meine, was soll ich dir hier sagen? Die Energie zeigt sich, ja? Natürlich, du siehst ja, Wassermann, die Karte, die für dich gekommen ist, ist diese Karte der Wagen. Der Wagen, du siehst einen Pferd weiß und einen Pferd ist schwarz. Also sind zwei verschiedene Wege, ja? Man muss sich für einen Weg entscheiden, weil doch irgendwie bist du zwischen einem Ex und einer neuen Person. Also das heißt für dich, du musst dich für einen Weg entscheiden. Und manchmal ist das so, dass man sagt, nee, nee, ich habe keinen Ex in meinem Leben, ich habe die, ja, ja, aber so selbstverständlich ist das nicht, wie wir uns denken. Bewusst denken ist es so. Für uns, in unserem Bewusstsein ist das so. Aber unbewusst, ja, sind wir noch an dieser Situation dran? Arbeiten wir noch an dieser Situation? Und das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Wie unser Gehirn so richtig arbeitet, das wissen wir auch nicht so ganz genau. Und da haben wir selbst oft fast keine Kontrolle drauf. Also es ist nicht leicht, es ist nicht einfach. Und nicht so selbstverständlich, wie wir denken. Gar nichts, gar nichts. Nochmals. Bewusst vielleicht, aber unbewusst, in unserer Unbewusstheit, sieht ganz anders aus. Ja, sieht ganz anders aus. Und tatsächlich zeigt die Karte das hier. Also sind zwei Wege, ja. Und eine Entscheidung, natürlich. Zwei Wege, eine Entscheidung. Ja. Augenblick bitte. Ja, also ich denke, wir reden hier, sei liebevoll zu dir selbst, Wassermann. Die Selbstpflege, Selbstachtung, Selbstwertgefühl, also
Achte auf dich selbst, in diese Selbstliebe zu kommen, ja, einfach, ja, um sich selbst zu fokussieren. Ob das die Selbstachtung ist, Selbstwertgefühl ist, alles, was mit dir selbst zu tun hat. Die Heilung mit dir, also alles, was mit dir zu tun hat, ja. Weil du verdienst es auch, du verdienst geliebt zu werden. Also von da aus achte auf dich und ja, das ist, was man hier hat, ja. Das ist, was man hier hat. Denn wir sehen hier Wünsche, ne? Es kommen hier Wünsche. Ja, es kommen hier irgendwie Wünsche. Du siehst hier Sternzeichen Schütze, aber ich habe dir die Sternzeichen schon genannt, welche Sternzeichen wir hier auf dem Tisch haben. Wassermann, ich denke, wir reden hier nochmals über eine deutliche Situation hier. Es ist eine deutliche Sache, ziemlich deutlich und klar. Ja? Und ich denke, ja, du bist tatsächlich gesegnet. Du bekommst hier einen Dharma. Und das ist, was ich hier habe. Die Nummer 1 auf den Würfeln spricht auch über eine neue Situation. Wie gesagt, die neue Liebe zeigt sich hier auch. Sternzeichen Wassermann auch wie du. Und habe keine Angst. Es sieht sehr gut aus. Wassermann, wir haben viele große Arkanen. Das heißt, wir reden hier nicht über eine Situation, die jetzt wir sagen, kommende Woche wird das und das geschehen. Was ich hier sehe, ist eine Heilung. Eine Heilung mit dir selbst. Dass du mehr Sport treibst, mehr auf deinen Äußerlich achtest, deine Selbstpflege, Selbstachtung, Selbstwertgefühl, deine Selbstliebe und alles, was mit dir selbst zu tun hat. Das ist, was ich hier sehe. Mitgefühl und so weiter. Ja, das ist, was ich hier sehe. Und eine männliche Energie, die nicht mehr in diesem Leben ist, begleitet dich auch und hilft dir in dieser Situation. Es kann ein Sternzeichen Löwe sein, Schütze oder Waage. Aber du hast hier eine Begleitung. Gell? Einen Schutzengel ist hier. Ja, und die Energie ist einfach, ja, nicht von dieser Welt. Wir reden hier über eine, wirklich eine göttliche Hilfe, die du hier hast. Ja, Geschenke vom Universum kommen, neue Segnungen kommen. Und ich würde sagen, Wassermann, mach weiter so wie bis jetzt, ja. Einfach weitermachen wie bis jetzt. Ich denke, das ist gut so, weil ja, es ist wichtig. Also Wassermann, ich danke dir für deine Likes und für deine Abos. Dankeschön. Schönes Wochenende wünsche ich dir und bis bald. Tschüss.